Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem dritten Innovationsforum in Böblingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Jürgen Friedrich von der Firma Kurz Erser. Herr Friedrich, Sie werden jetzt gleich einen Vortrag halten. Es handelt sich auf diesem Event um Bauteilmanagement. Worum geht es bei Ihrem Vortrag genau? In dem Vortrag geht es primär natürlich um das Management von unterschiedlichen Bauteilgrößen, wie wir die in Lötprozessen handhaben, aber nicht ausschließlich, weil aus unserer Sicht die Wettbewerbsfähigkeit natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und die Wettbewerbsfähigkeit hängt von viel mehr Faktoren ab als nur vom Bauteilmanagement und vom Variantenmanagement. Und darauf werde ich in meinem Vortrag auch eingehen. Ja, es hängt von den Produktionsverfahren an sich ab, welche Technologien man einsetzt, welche Innovationen da zum Tragen kommen, wie innovativ die Produkte sind, ob die Produkte überhaupt am Markt ankommen, ob ein Markt dafür da ist. Dann natürlich geht es weiter, spannt sich der Rahmen in die nationalen Vorschriften, Gesetzgebungen. Man muss die Mitarbeiter bezahlen, was ist mit Lohnkosten und so weiter. Welche Randbedingungen sind im Bereich der Forschung und Technologie hier in unserem Lande, greifen da schlussendlich. Der letzte Punkt ist dann quasi auch sind geopolitische Randbedingungen, die man natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, auch wenn es hier in Deutschland ist, auch betrachten muss. Okay, also nutzen Sie natürlich das Forum hier, um mit Ihren Kunden und Kollegen aus der Branche zu netzwerken. Was sind außerdem noch Ihre Ziele für das Event und was sind Ihre Eindrücke soweit? Also die Eindrücke vom Event ist natürlich herzlichen Glückwunsch an den EPP Verlag, dass es gelungen ist, 340 Teilnehmer zu aktivieren. Wir haben sehr gute Vorträge hier, das Programm ist sehr ansprechend, wir haben sehr gute Kontakte und von dem Gesichtspunkt her freuen wir uns, hier teilnehmen zu können. Super, dann wünsche ich Ihnen für den weiteren Verlauf des Tages auch noch viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke.